Herzlich willkommen im Käthe-Kollwitz-Museum Berlin. Mein Name ist Josefine Gabler und ich bin die Direktorin des Museums. Wir möchten Sie mit diesem Videorundgang gerne ins Käthe-Kollwitz-Museum einladen, wenn der Lockdown vorbei ist. Und wir zeigen Ihnen unsere Sonderausstellung Käthe-Kollwitz mit Händen sprechen. Dieses Jahr hat unser Ausstellungsprogramm völlig durcheinander gebracht. Trotzdem wollten wir uns nicht nur auf unsere Dauerausstellung beschränken, sondern Ihnen gern noch eine besondere Präsentation bieten. Die Idee zu der Ausstellung mit Händen sprechen entwickelte unsere Abteilung Outreach. Das Motiv der Hände. Das ist natürlich allen sehr bewusst als wichtiges Stilelement von ihr, aber sich ausschließlich mit diesem Motiv beschäftigt hat sich bisher noch niemand. Das Thema der sprechenden Hände berührt uns aber in dieser Pandemiezeit ganz aktuell. Denn vieles, was in den Bildern von Käthe-Kollwitz dargestellt ist, wird momentan unterlassen. Etwa das Händeschütteln, das in den Arm nehmen, das Streicheln. Alles Tätigkeiten, die wir mit unseren Händen ausführen und die menschliche Nähe darstellen. Umso wichtiger und schöner erschien es uns, in dieser Ausstellung genau diesen Tätigkeiten, diesen Berührungen mit der Hand zu folgen, wie sie Käthe-Kollwitz in ihrem Werk immer wieder in Szene gesetzt hat. Daher herzliche Einladung, uns bei dieser spannenden Reise durch das Werk von Käthe-Kollwitz zu begleiten und uns zu folgen. Das Motiv der Hände wird bereits im Frühwerk der Künstlerin zu einem auffälligen Bildelement. Zunächst einmal ist es eine beliebte Möglichkeit, Zeichnen zu üben. Dabei wird die eigene Hand als Modell verwendet. Das ist in der Welt der Künstler nicht ungewöhnlich. Wir sehen eine wunderschöne Zeichnung der jungen Käthe-Kollwitz, die ihre eigene linke Hand darstellt. Sehr bewusst wird dabei der Ring präsentiert, den sie am Finger trägt. Möglicherweise ein Hinweis auf ihre kürzlich erfolgte Verlobung. In weiteren Werken aus frühen Jahren betont sie Hände, etwa durch eine markante Lichtführung. Man sieht hier bereits, wie wichtig ihr dieses Motiv ist. Gern skizziert sie auch Alltagsszenen, wie die Frau, die einen Faden einfädelt, oder den Jungen beim Murmelspiel, wobei sie den tätigen Händen große Aufmerksamkeit schenkt. In späteren Darstellungen ist die Verbindung von Mutter und Kind ein wichtiges Thema bei Kollwitz. Sehr unterschiedlich sind bei diesem Werkkomplex die emotionalen Verbindungen. Eine innige und freudige Verbindung von Mutter und Kind sehen wir in einigen Darstellungen, sehr schön in der Lithografie Mutter mit Säugling, in der die zarte Geste, mit der die Mutter das Füßchen des Kindes hält, auffällt. Mütter, die ihre Kinder schützen, bilden einen weiteren Komplex, der Kollwitz immer wieder beschäftigt. Kraftvoll schützen die Frauen mit ausgebreiteten Armen ihre Kinder in späteren Werken. Mehrere Mütter bilden einen Kreis, indem sie die Kinder mit ihren Körpern von der Umgebung abschirmen. Betont große Hände fallen in der dunklen Darstellung des Holzschnitts die Mütter auf. Verzweifelt zupackende Hände dominieren die Darstellung der letzten Lithografie von Käthe-Kollwitz. Saatfrüchte sollen nicht vermahlen werden. Große Hände, die liebevoll die Kinder umfassen, beherrschen dagegen die erste, verworfene Fassung des Blattes Mütter, in der nicht kämpferisch die Kinder festgehalten werden, sondern wo passiv abwartende Frauen den Betrachter frontal anblicken. Diese Passivität kennzeichnet auch eine Werkgruppe, in der es Käthe-Kollwitz meisterhaft versteht, Menschen in einer Hoffnungslosigkeit und Apathie zu zeigen. Zumeist entstanden diese Arbeiten in den Jahren des Ersten Weltkriegs und kurz danach, als das Elend des Krieges und die Verzweiflung über getötete Söhne, Männer und Brüder allgegenwärtig waren. Aus dieser Hilflosigkeit entwickelt die Künstlerin einen Gestus der Trauer, bei dem große Hände das Gesicht fast verdecken. Das in der Grafik bei unterschiedlichen Arbeiten eingesetzte Motiv findet in dem Relief Klage seine endgültige Formulierung. Aus der verhaltenen Klage wird ein Abschied nehmen, das im Spätwerk der Künstlerin von zärtlichen Gesten der Trauer und Trennung bis zu einer ruhigen Erwartung des Todes eine große Anzahl von Ausdrucksformen aufweist.
Hände, die keiner bestimmten Person zuzuordnen sind, stehen symbolhaft für das Transzendente, die Aufnahme eines Menschen in eine andere Sphäre. Der Tod berührt sanft den Sterbenden, der wird aufgenommen von großen, umgreifenden Händen, umhüllt von weichem Stoff. Käthe Kollwitz gehört zu einer Gruppe von Künstlern, die sich intensiv mit dem Selbstbildnis beschäftigen. Auch in dieser Werkgruppe verwendet die Künstlerin das Motiv der Hände, zumeist um Darstellungen der Nachdenklichkeit zu betonen. Der in die Hand gestützte Kopf, die an die Stirn gelegte Hand, implizieren eine Durchgeistigung der Dargestellten. In früheren Zeiten wurde damit auf das Künstlergenie verwiesen. Bei Käthe Kollwitz verhindert der umschattete Blick diesen Eindruck und lässt den Betrachter stattdessen an ihre seelische Verfassung nach dem Tod des Sohnes Peter denken. Ab Mitte der 20er Jahre findet sie zu einer aktiven Bildsprache, die ganz dominant die Hände in die Bildgestaltung einbezieht. Zur Ikone der Kunstgeschichte ist dabei das Plakat »Nie wieder Krieg« geworden, bei dem eine Hand zum Schwur erhoben und die andere auf das Herz gelegt wird. Kollwitz selbst sagte, dies sei kein sehnsüchtiger Wunsch, sondern Gebot, ja Forderung. Diese weltberühmte Grafik »Nie wieder Krieg« wird in unserer Ausstellung erstmals auch als Tastmodell präsentiert. Während des Lockdowns im Frühjahr konnten wir mit finanzieller Unterstützung des Freundeskreises des Museums und des Vereins Aktion Mensch 3 Werke von Käthe Kollwitz in Tastmodelle übertragen, sodass zukünftig auch Menschen mit Sehbeeinträchtigung wichtige Werke der Künstlerin erleben können.